Das Hotel Surf in Bentota ist seit 22 Jahren unser Urlaubsdomizil in Sri Lanka. Kein Hindernis trennt das Hotel vom fein sandigen Strand, der zu langen Spaziergängen einlädt. Vom Surf aus kann man kilometerweit nach links oder rechts laufen und sich die nackten Füße von den Wellen umfließen lassen. Die Bentota Beach ist zum Glück nicht nur ein Strand für urlaubende Touristen. An Abenden, an Wochenenden und vor allem an Feiertagen füllt sich der Strandabschnitt vor dem großen Grill- und Spielplatz mit Local People, mit Einheimischen. Und die nehmen ihren Strand ausgelassen in Besitz. Zwischen dem Bentota-Strand und dem sich anschließenden Strand von Induruwa zieht sich eine schmale Landzunge mit einem romantischen Mangrovenwäldchen ins Meer.
Durchquert man dieses und steigt über ein paar Felsen, hat man wieder einen schier endlosen Strand vor sich. An diesem langen Strand gibt es auch einige Einkehrmöglichkeiten. Im Ocean View, wunderbar, bei Amal oder im Avanhala Beach Restaurant kann man unter schattenspendenden Palmen im warmen Sand ein kühles Laienlager trinken. Dieses beinahe historisch anmutende Fischerboot hat uns bei jeder Strandwanderung immer wieder besonders fasziniert.
Ich hoffe, dass euch der Strandspaziergang gefallen hat. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf Bentota oder Sri Lanka, empfehle ich euch mein Buch Mein Sri Lanka mit vielen Tipps, Erlebnissen und Informationen über Land und Leute.